Ja, was will ich heute dazu sagen eigentlich zu Talks von Nerds? Die Inhalte kommen ja gar nicht von mir, sondern das Eigentliche, was wir hier inhaltlich diskutieren, bringen ja heute die Kollegen von Google und von der DZ Bank mit. Insofern bin ich auch sehr gespannt, was die Kollegen erzählen und ein bisschen hoffe ich auch, dass es zu dem passt, was ich vorher erzähle. Weil die Frage, was machen wir eigentlich und was machen wir, wenn ein Vortrag da heißt Google Cloud? Ich habe mich dann gefragt, vielleicht sollte ich dann doch nochmal auf die Frage eingehen, was ist eigentlich so eine Cloud? Ich kann mich erinnern, es gab in 2009 mal eine denkwürdige Veranstaltung, da hat ein gewisser Larry Ellison, der Chef von Oracle, in einem Interview, ja, der hat fast die Fassung verloren, als man ihm irgendwas von Cloud erzählte und er andauernd nur sagte, what are you talking about? Es sind doch nur Server und Speicher und Netzwerk. Und ich glaube, das muss man sich auch immer mal wieder so ein bisschen in Erinnerung rufen. Wir reden hier über Technologie, über modernste Technologie, über super Prozesse, die dahinter stehen, über Standardisierung. Aber am Ende findet das, was wir da nutzen, auf einem Rechner irgendwo in der Welt statt. Also just another one's computer. Und wenn man sich das nochmal ein Stück weiter auf der Zunge zergehen lässt, also ich komme mal dazu, Google Cloud. Also ich glaube, Google war eher da als Cloud, weil der Begriff Cloud, der kam erst später und ist wahrscheinlich eine super geniale Marketing-Erfindung der Damen und Herren aus dem Silicon Valley, weil man damit einen Begriff für etwas gefunden hat, was man wahrscheinlich sonst mit einem Begriff gar nicht beschreiben kann. Also ich kann mich noch erinnern, meine erste Google-Suche, das ist schon ewig her, war ich beeindruckt von der Geschwindigkeit und von der Treffgenauigkeit, die mit dabei war. Und dann habe ich mich gefragt, wieso ist das eigentlich so schnell? Wieso ist das eigentlich so treffgenau? Und dann habe ich meiner Frau erzählt, dass wir heute uns hier über Google Cloud unterhalten bei R&V im Talks for Nerds Format. Und dann hat sie mich gefragt, über was redet ihr denn da eigentlich? Also sowas fragt sie mich manchmal, wenn es um IT-Dinge geht. Und dann habe ich ihr von dem Beispiel erzählt, wie man einen Taschenrechner programmiert. Da guckt sie mich dann an und sagt, wie Taschenrechner programmieren? Das ist ja jetzt nichts Tolles. Da sage ich, naja, also dieses emotionale Gefühl, wenn der Taschenrechner nicht mehr auf meinem Rechner ist, sondern wenn der Rechenkern und vielleicht auch noch der ein oder andere Prozess dahinter auf einem Server steht oder wenn man es dann nochmal steigern kann, wenn der in der Cloud steht und dann an der Stelle benutzt werden kann und trotzdem die Antwortzeiten stimmen und wenn es mehrere Leute nutzen können und wenn ich dann feststellen kann, wie viele Leute nutzen es eigentlich, wie viele Leute nutzen es zu einer Zeit, haben sie alle die gleichen Antwortzeiten, welche Berechnungen führen sie eigentlich durch, werden vormittags lieber die Multiplikationen durchgeführt und nachmittags die Additionen oder umgekehrt, sind es die komplexesten Berechnungen, die morgens um 4 stattfinden, sind die dann immer noch treffgenau und damit verbunden dann auch mal die Frage, welche Werbung kann ich denn jetzt einblenden? Ja, also ist derjenige, der lieber Additionen durchführt, eher affin für ein bestimmtes Produkt oder eher der, der komplexe Rechnungen durchführt? Und wann ist jemand eigentlich affin für eine Versicherung, die man ihm dann an der Ecke noch einblenden könnte? Da kommt dann die künstliche Intelligenz ins Spiel, also das, worüber wir ja dann auch reden, was man in Cloud-Angeboten ganz oft finden kann, die künstliche Intelligenz, die einem bei Interpretation und dem nächsten Schritt, den man durchführen will, dieses schöne Next Best Action und um dann nochmal Aktionen durchzuführen, das sind die eigentlich coolen Dinger, die man da machen kann. Und dann wird es wieder interessant, wenn ich sehe, welche Möglichkeiten stecken da drin, was kann ich machen, also mal dieses Taschenrechner-Beispiel weiter durchdacht, dann weiß ich ja noch vielleicht gar nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist, dass ich mich mit diesen Fragen auseinandersetze. Aber das kann ich nur rausfinden, indem ich es ausprobiere und messe und indem ich ein super Monitoring darüber habe und genau weiß, was inhaltlich passiert. Das sind eigentlich die spannenden Dinge dabei. Insofern, wenn wir jetzt hier in den Wolkenhimmel gucken und uns vorstellen, dass genau da die Berechnungen durchführen, dann würde ich die Techies unter uns schon bitten, noch mal ein bisschen wieder auf den Realitätslevel zu gucken und zu überlegen, unter welchem Berg ist eigentlich welches Rechenzentrum installiert oder aufgebaut und wo finden die Berechnungen und die vielen Datenspeicherungen und die Analysen und die Daten, auf die ich in der Suche zugreifen kann und die historischen Daten und so weiter, wo finden die eigentlich statt? Jetzt habe ich hier eine Fehlermeldung auf dem Rechner, die ich mal einfach ignoriere. Wir bei R&V haben uns überlegt, müssen uns natürlich auch überlegen, wir müssen jetzt auch über Cloud sprechen. Wir müssen über Cloud sprechen, obwohl ich war vor 2 Wochen auf dem Gartner-Symposium und habe da diversen Vorträgen lauschen können. Natürlich reden die auch noch über Cloud, aber die 4 Key-Themen haben überhaupt gar nichts mehr mit Cloud zu tun. Das nimmt man als selbstverständlich an, das gibt es. Das haben wir da an der Stelle. Und der große Vorteil von Cloud ist ja der, dass dort große Hyperscaler
massenhaft IT-Infrastruktur bereitstellen in einem hochstandardisierten und hochautomatisierten Prozess, in einer hochautomatisierten Prozesswelt und es auch allen anderen zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt nur das Problem, wir müssen unsere Anforderungen oder unsere Anwendungen dann auch so entwickeln, dass sie auf so einer Technologie funktionieren und das auch wirklich ausnutzen. Und dieser Weg, der ist sicherlich noch ein weiter, weil wir haben ja auch Dinge, die wir schon lange nutzen und die abgehangen sind und gut funktionieren, die wir nicht einfach nur migrieren wollen. Insofern haben wir gerungen mit uns um unsere IT-Strategie. Ich habe hier mal einen Auszug mitgebracht. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass wir gesagt haben, wir reden über Public Cloud, wir reden auch über Public Cloud First, wir reden aber nicht über Public Cloud Only. Das heißt, wir bleiben an vielen Stellen noch in unserem Rechenzentrum. Das wird sicherlich sukzessive immer weiter in diese Richtung gehen. Aber wenn wir etwas Neues machen oder uns mit einer Neuanschaffung auseinandersetzen, dann muss die erste Frage immer sein, ist es cloudfähig? Und cloudfähig alleine reicht mir eigentlich auch noch nicht, sondern ist es Public Cloud fähig? Können wir es in die Public Cloud legen und läuft es da? Und dann sagen wir, optimale technische und wirtschaftliche Nutzung muss für uns natürlich eine Rolle spielen. Und vor dem Hintergrund gucken wir uns natürlich irgendwann auch mal unseren Mainframe an und überlegen, kann der im Hintergrund noch so lange existent bleiben oder müsste der nicht auch sukzessive in Richtung Cloud wandern? Wobei ich glaube, da wandert nicht der Mainframe, sondern da wandern die Funktionen, die wir sukzessive umbauen oder erneuern und werden dann dahin gehen. Ich glaube aber auch, dass der Weg länger als 10 Jahre ist. Ich kann auch nicht genau sagen, wie lange es dauert. Und unsere ersten Schritte, die wir heute in Richtung Public Cloud machen, haben ja nicht nur damit zu tun, die Technologie zu nutzen, sondern die haben ja auch damit zu tun, dass wir uns um die Regulatorik und den Teil dahinter kümmern. Aber zur Regulatorik komme ich gleich nochmal. Erstmal noch der letzte Spiegelstrich, der hier steht. Wir müssen verstehen, dass auch die Public Cloud Teil unserer Infrastruktur ist. Also bisher war unsere Infrastruktur immer unser Rechenzentrum plus die mobilen Geräte und unser Netzwerk. Und wenn wir jetzt etwas in die Public Cloud legen, das ist dasselbe, wie wenn wir etwas an irgendjemand anders auslagern, dann ist das Teil unserer Infrastruktur, gehört insofern zu uns, dass wir sagen müssen, ja, und die Verantwortung dafür, dass das dort ordnungsgemäß und sicher und schnell funktioniert, liegt zu großen Teilen dann eben trotzdem bei uns. Und dieses Denken muss man, glaube ich, auch an der Ecke unbedingt hinkriegen. Komme ich nochmal zu dem Teil der Regulatorik. Also so toll es ist, Server und Speicher und Netzwerk überall auf der Welt zu haben, so wird es daraus auch automatisch gleich wieder ein Fluch, wenn man an die Regulatorik guckt. Man darf mit den Daten ja nicht alles anfangen, was man möchte. Man darf auch nicht jedes Datum speichern. Man darf manche Daten auch nur einen bestimmten Zeitraum speichern. Da gucken Gesetzgeber und Regulatoren, also Aufsichtsbehörden, auch sehr genau hin. Und insofern ist das Schließen eines Vertrages mit einem Cloud, Hyperscaler, gar nicht so eine einfache Sache. Und wenn einer es geschafft hat, so einen Vertrag zu haben, kann man den auch einem nicht einfach so adaptieren, jedenfalls nicht, wenn es eine andere Branche ist. Also unsere Kollegen von der DZ Bank haben einen Vertrag, der passt für uns aber leider nicht, weil wir eine Versicherung sind. Und um diese Dinge muss man sich auch kümmern. Das ist für den IT-Techie eher spaßbefreit. Glücklicherweise gibt es auch Leute, die da die nötige Begeisterung mitbringen und denen das Spaß macht, sich um Regulatorik zu kümmern. Und insofern haben wir nochmal, ich gehe nochmal einen Schritt weiter, haben wir gesagt, wir müssen sukzessive mit unserer Smart City, darüber haben wir innerhalb der R&V vor allerhand Monaten schon gesprochen, ein Jahr glaube ich auch schon her, als wir unsere große ZI-Vollversammlung hatten und haben darüber gesprochen, wir wollen unsere Smart City, also von der heute bestehenden Stadt, verwandeln in etwas richtig Modernes mit noch modernerer Infrastruktur, wo aber das Alte eben auch immer noch integriert ist und damit funktioniert. Also Apifizierung sind ja dann so Stichworte und so weiter. Insofern, wir haben irgendwann mal klassisch angefangen, Cloud in unser Rechenzentrum zu bauen, weil wir gar nicht nach draußen gehen durften, weil das regulatorisch und datenschutzmäßig ein Problem war. Aber wir wissen, wie Cloud-Technologie funktioniert. Wir haben dann angefangen, die Ruf Cloud entsprechend aufzubauen, so dass wir dann auch die wirklich guten Funktionalitäten, also wenn wir da so ein Kubernetes und ein Kafka sehen, das sind ja Dinge, die kennen wir heute, die laufen auch. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir nicht mehr weiter in unsere eigene Cloud investieren, weil so schnell können wir gar nicht weiterentwickeln, wie die Hyperscaler ihre Angebote verbessern und neue Funktionen bringen. Insofern sollten wir jetzt lieber in die Public Cloud gehen mit den Themen, aber eben nicht einfach nur migrieren, sondern immer dann, wenn es sinnvoll ist und wenn es neu ist, dann gehen wir in die Public Cloud. Haben wir ja unsere ersten Gehversuche gemacht. Wir sind ja, ich erinnere an unseren Launch der Herbst Cloud, was wir vor ein paar Wochen ja auch gebührend gefeiert haben, dass wir jetzt die ersten Szenarien und Funktionen
aus der Public Cloud nutzen. Und ich finde dieses Bild auch, das soll natürlich herbstlich aussehen, der Jahreszeit wegen, aber dass aus der Cloud plötzlich auch ein paar Blitze rauskommen, die uns treffen, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass es eben nicht nur Technologie ist, sondern ganz viel anderes, was dahinter steht. Und insofern bin ich total gespannt, wie unsere strategischen Überlegungen, wie wir uns sukzessive in Richtung der Public Cloud bewegen, in der Geschwindigkeit, die wir können und die uns auch erlaubt ist, was uns die Kollegen von Google dazu erzählen und was uns auch die DZ Bank dazu erzählt, wie weit sie schon sind und was schon geht. Ich bin da total gespannt darauf.